Also echt, das klappt so? Das ist doch scheiße, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann ja auch nichts dafür, dass das blöde Internet ausgefallen ist hier. Hallo? Und wie sollen wir nachher uns bewegen? Hi! Ach, hallo. Hey, kannst du uns sehen? Hallo, ihr seid irgendwie anders. Besser so? Wir sind irgendwie anders. Ja, hallo! Was ist denn bei euch passiert? Ist der Computer umgefallen? Oh. Ja, sozusagen. Das Internet ist irgendwie kaputt hier bei uns und ich habe keine Ahnung, was los ist. Hallo, Clara. Das ist ja lustig jetzt. Was ist da los? Das Internet ist kaputt. Oh, hallo. Oh, ich wusste nicht, dass wir heute mit dem Handy telefonieren. Nee, die anderen, da bei denen ist das Internet kaputt. Hallo, ihr Lieben. Macht jetzt das ruhig Daumen mal drin. Eine tolle Erfahrung. Okay, aber ihr könnt uns gut hören, oder? Hören ja, sehen ist ein bisschen schwierig. Da sind immer Finger im Bild, Ferdinand. Da sind immer deine Finger im Bild. Ach so. Das ist cool. Ich weiß noch nicht, wo die Kamera hier ist. Aber das also, stopp, lass mal so. Stopp, jetzt nicht mehr bewegen. Da? Dann haben wir euch beide im Bild. Spitze. Also ich klingel jetzt erstmal zum Beginn heute. Oh Mann, hoffentlich ist mein Arm nicht lahm. Oh oh. Soll ich dich ablösen? Und ich komme an die Globuli auch nicht richtig ran. Okay. Hallo, ihr Lieben. Hi. Hallo. Witzig ist es jetzt. Hallo, ihr Lieben. Wie geht's euch denn? Ich bin gestresst. Was? Ich bin gestresst. Internet ist kaputt. Kann es sein, dass dein Daumen jetzt auf dem Mikrofon ist? Hilfe! Egal wie ich mache, es ist irgendwie schräg. Ja, schräg ist das richtige Wort. Schräg ist das neue gerade. Ich krieg ja auch kein Mikro angeschlossen oder irgendwas. Ach, das ist ja. Wir können uns dann hören, wenigstens. Wir können euch hören. Wenn der Finger nicht auf dem Mikro ist, ja. Also wie geht's euch denn allen? Stefan, so mit allem. Form wie du und so fit im PC. Muss nicht schon wieder Witze schießen. Oh, Clara. Ja, Entschuldigung. Das ist jedes Mal so. Ich finde es voll scheiße. So. Ich brauche jetzt Nervennahrung. Entschuldigung. Danke. Stefan? Ja, ich bin da. Hast du das denn gehört, was gerade die Clara zu dir gesagt hat? Weil das ist ja jetzt so eine Art gruppeninternes Problem, was sich hier gerade aufbaut. Ich bin halt ein lustiger Mensch. Das ist lustig nicht lustig, anders, wenn du andere blöd anmachst. Ach Gott, das tut mir jetzt leid. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Entschuldigung. Das hat jetzt damit nichts zu tun, oder? Nee, also, eigentlich denke ich nicht. Antonio, nicht jetzt, du. Ich mache doch gerade die Aufnahme. Na, ich meine mit dem Skype. No ahora, Antonio, no ahora. Más tarde, más tarde, Antonio. Más tarde. Was heißt Senf? Senf! Ach Gott, das tut mir jetzt leid. Entschuldigung, ich bin wieder da. Verzeihung. Ich bin wieder da. War das der Nachbar, der zum Senfausleihen gekommen ist? Ich würde eher sagen zum Lippenausleihen, oder? Was? Lippenausleihen. Dein ganzer Lippenstift ist verschmiert, Chantal. Ja. Und willst du uns nicht erzählen, wer Antonio ist, wenn du schon das Mikro anmachst? Und willst du uns das Mikro angelassen?
Und willst du jetzt nicht erzählen, was Mastarde heißt? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Nein. Mastarde ist Spanisch für später. Ah. Antonio. Und später. Mhm. Also Antonio kommt heute später. Entschuldigung, ich sollte ja keine Witze mehr machen. Danke. Also, das ist jetzt aber so peinlich. Jetzt wollte ich mit euch über eure Meditationserfahrungen reden und also heute ist alles schräg. Wir sind eigentlich gekippt. Na, jetzt erzähl doch mal, Chantal. Wer ist denn Antonio? Antonio ist hier frisch im Haus eingezogen, trotz Corona. Und wir haben uns halt kennengelernt und hatten uns für nachher verabredet. Das war er zu früh. Ja. Ein bisschen zu früh. Mastarde. Mastarde. Ein bisschen später. So ist ja, Entschuldigung, es ist alles so total unprofessionell von mir, aber ich bin auch wirklich rausgeworfen durch alles. Jetzt meditieren. Wir Meditationserfahrung. Und wie lange habt ihr euch jetzt schon verabredet? Aber ein paar Mal jetzt, das ist ja noch ganz frisch alles. Und das wievielte Date ist das jetzt? Also, das sind jetzt aber viele Fragen. Also jetzt schaffen wir. Ja, ich meine, es muss ja schon ziemlich weit sein, wenn das Make-up so verschmiert ist. Also wir treffen. Ja, das tue ich ja gerade, weil ich weiß nicht, wie ich umschalten kann. Ach, guck mal. Ja. Dann ist er doch. Also viermal haben wir uns. Heute ist das vierte Mal. Das vierte Mal. Und jetzt müssen wir wirklich, wirklich zurück zum Meditieren und den Meditationen. Ich weiß schon, dass man beim vierten Mal, also ich spreche da ja wirklich jetzt aus Erfahrung, also was Männer angeht, ich weiß ja nicht, du bist jetzt auch bestimmt eine Frau, die schon viele Männer in ihrem Leben kennt. Danke, Stefan, das war jetzt eine schöne Überleitung. Aber ich werde beim vierten Mal ein bisschen vorsichtig. Nein. Ich stand immer so die Waage zwischen: Bist du nur ein Betthase oder kann es mehr werden? Gerade bei jemand, der frisch eingezogen ist. Ne? Ja. Obwohl, jemand, der frisch eingezogen ist, der wird so schnell nicht mehr ausziehen. Wir haben Genau der Punkt, Stefan. Die Frage ist ja, wie lange bleibt dieser Mensch dann noch da, wenn die Beziehung wirklich nicht hält? Oder diese Geschichte? Wir haben voll die spirituelle Verbindung, wir beiden mit dem Antonio. Und jetzt, also das geht jetzt also doch. Also Clara, bei vier Dates kann man noch nicht von Beziehung reden. Also es gibt ja Kündigungsfristen mietvertraglich. Das stimmt. Auch in der Beziehung? Das läuft meistens fristlos. Jetzt mal, stoppe alles. Also, ihr macht mich ganz wuschig. Der ist jetzt wirklich toll. Dass es gut geht. Ja, geht's ja, doch auch. Ihr macht es ja gerade schlecht irgendwie. Ach so. Sehr, sehr toll mit Anton. Sehr, sehr schön. Das ist doch einfach nur sagen. Also ich hab ja mein OneNote weitergeführt und habe meine Meditation dort eingetragen, habe auch eingetragen. Ich habe sogar mit MS Paint ein Bild gemalt und habe das dort reingepastet. Ja, das ist ja mein Meditationsbuch. Oh, okay. Oh, okay, super. Oh, okay. Okay. Ja. Okay. Fernand, ich muss euch sagen, euer Bild ist viel klarer als das letzte Mal. Unseres? Mhm. Klarer, aber schräg, oder was? Ja, klarer, aber schräg. Also. Ich habe keine Ahnung, ob das hilft, wenn ich das Handy drehe. Dann seid ihr wahrscheinlich auf dem Kopf, so wie jetzt. Jetzt sind wir jetzt auf dem Kopf. Ja. Dann musst du es andersrum drehen. Jetzt besser? Ah! Dann müsst ihr schon eng zusammenrücken. Dann müsst ihr ganz eng zusammenrücken und dann könnt ihr Arm in Arm gleich meditieren. Also ich lasse euch jetzt mal außen vor, was die Yoga Hast du schon mal angeht. Mit Antonio Arm in Arm meditiert? Ja. Schön. Das ist mir noch nie gelungen mit einem Mann. Oh. Okay, ich mache dann jetzt mal schnell unsere Meditations
Übung von heute. Arm in Arm meditieren. Zeig euch mal, was wir heute machen. Was habe ich mir denn vorgenommen für heute? Mensch, Janine, und ihr seid so ein tolles Pärchen und jetzt noch enger zusammen auf diesem wenigen Raum auf dem Handy. So schön. Das muss ich euch einfach nochmal sagen. Ja, das gefällt mir. Das ist so schön. Heute ist es eine Übung auf dem Boden. Ne? Eine ganz simple Übung. Ne? Zum Meditieren. Eine Yoga-Übung. Okay, auf dem Boden. Okay. Und die nennt sich die Katze und ist total simpel heute. Und macht einfach nur den Rücken ganz, ganz rund. Und dann von hinten. Was? Hinten? Hinten. Hinten, ach so. Wieder gerade. Und das Ganze macht man dann auch, indem man den ganzen Oberkörper dreht. Könnt ihr das? Okay. Meine alte Kacke hieß übrigens auch Antonio. Habe ich das schon erzählt? Geht da mal ins Nebenzimmer. Meine alte Katze hieß auch Antonio. Habe ich das schon mal erzählt? Das ist ja sehr passend. Das ist ja so eine Art Katzenbewegung. Könnt ihr das gut erkennen? Ja, wir haben. Also ich habe es erkennen können, ja. So, und dann den ganzen Oberkörper immer drehen. Entschuldigung. Ja? Ja. Heute ist alles anders. Ach Gott. Okay, also schreibt ihr das auf und dann meditieren wir schnell. Chantal, ist es normal, dass es im Beckenbereich knackt? Ah, dann hast du ein bisschen Probleme mit dem Iliosakralgelenk vielleicht. Schon wieder, das hat man doch schon. Schon vorsichtig, ne? Lieber okay. Vorsichtig, wenn es knackt. Ein bisschen darf es knacken, aber es darf nicht wehtun, ne? Okay. Okay. Wie viele Umrundungen sollen wir machen? Na, du kannst da schon so 5, 6, 7 machen. Ne? Okay. Gut. So. Antonio, meine Katze, ist dann übrigens damals eingeschläfert worden. Armes Vieh. Oh. Ja, aber Antonio. Ein schöner Kater. Klar. Aber Chantal, Antonio wird nicht eingeschläfert. Und wahrscheinlich wird er auch nicht kastriert oder irgendwas. Ich habe doch nur von meiner Katze, von meinem Kater gesprochen. Entschuldigung. Also, wo sind wir denn jetzt? Also, der ist ganz bestimmt nicht kastriert. Chantal, wollen wir das heute abkürzen, damit du ich früher... Ich hab's nicht gesagt mit Chantal. Hallo, wer hat denn jetzt was von kastriert gesagt? Was macht ihr denn alle? Der ist ganz bestimmt nicht kastriert. Der ist das super. Hab ich gar nicht gesagt. Was machst du mich jetzt so blöd an? Was? Ja. Nein, Clara, ich wollte auch nur sagen, ich habe auch eine Katze. Meine Katze heißt Frau Bischof. Frau Bischof, ja. Jetzt müssen wir endlich mal hier Ruhe reinbringen. So geht das ja alles nicht. Alle in die Meditationsposition. Ja. Bevor wir anfangen, wie war das nochmal? Was heißt später auf Spanisch? Más tarde. Más tarde. Más tarde. Muss ich aufschreiben. Kein Senf, bitte dazu. Danke. Nicht kein Senf, das ist kein Senf. Okay, jetzt komme ich jetzt ja auch wieder runter in der ganzen Aufregung heute. Also unser Meditationswort heute. Bastarde. Und unser Meditationswort heute ist besonders gut für die Fortpflanzungsorgane. Man schickt es dann nach unten und das Wort ist Rumu. Rumu. Ein R, dann ein U, dann ein M und dann ein U. Rumu. Willst du mich heute ärgern? Aber das ist doch gut für dich, du bist ja schwanger. Ja, genau deswegen. Was brauche ich noch? Meine Fortpflanzungsorgane. Die sind doch schon befruchtet. Alles, was da unten zu befruchten ist. Du bist doch jetzt schwanger. Ich habe das extra für dich mir ausgedacht heute. Also, Rumu. Okay, jetzt geht's los. Das sind 2 U, ja? 2 U, genau. Ulrich. Okay. Nein, Otto. Ja. Nein, Ulrich. Rumu?
den Hut aufsetzen und los geht's jetzt. So, los geht's. Rumu. 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 Thank you.